Welche ist die Temperatur des Wassers, das man erhält, wenn man 300 Gramm kochendes Wasser bei 100 Grad Celsius auf 200 Gramm Eis bei 0 Grad Celsius gießt, wenn die latente Schmelzwärme vom Eis 333.700 Joule pro Kilogramm beträgt? Wir stellen die Situation so dar. Die Masse M1 vom kochenden Wasser beträgt 300 Gramm, also 0,3 Kilogramm. Und die Temperatur T1 vom kochenden Wasser beträgt 100 Grad Celsius. Die Masse M2 von diesen Eisklötzchen beträgt 200 Gramm, das heißt 0,2 Kilogramm. Und die Temperatur T2 von dem Eis liegt bei 0 Grad Celsius. Die latente Schmelzwärme vom Eis wird ebenfalls angegeben. Gefragt wird die Endtemperatur von diesem Wasser. Um die herauszufinden, setzen wir diese zwei Formeln ein und brauchen dazu auch noch die spezifische Wärmekapazität vom Wasser. Die entnehmen wir dieser Tabelle. Es handelt sich um 4186 Joule pro Kilogramm Kelvin. Wir betrachten dieses System als abgeschlossen und daher gilt, dass die vom kochenden Wasser abgegebene Wärmemenge Delta Q ab gleich ist zur vom Eis aufgenommenen Wärmemenge Delta Q auf. In dieser Gleichheit werden wir jetzt diese zwei Formeln einsetzen. Die abgegebene Wärmemenge vom kochenden Wasser wird berechnet durch Cm mal Delta T, das heißt C vom Wasser mal M1 mal diese Temperaturdifferenz, es ist T1 minus T. Dann ein Teil der aufgenommenen Wärmemenge, das heißt der vom Eis aufgenommene Wärmemenge, ein Teil davon wird benutzt, um das Eis in Wasser zu verwandeln und dieser Teil wird durch diese Formel berechnet, also die latente Schmelzwärme vom Eis mal die Masse vom Eis und der Rest der aufgenommenen Wärmemenge wird benutzt, um die Temperatur vom Wasser steigen zu lassen. Und dieser Teil wird wieder berechnet durch Cm Delta T, also hier C vom Wasser mal M2 mal diese Temperaturdifferenz, T minus T2. In dieser Gleichung werden wir alle Werte, die wir kennen, einsetzen und erhalten somit diese Gleichung, in der die einzige Unbekannte die Endtemperatur T ist. Um diese Dezimalzahlen in der Gleichung zu vermeiden, können wir die Gleichung beidseitig mit 10 multiplizieren, so ist die Rechnung etwas einfacher, und diese Gleichung brauchen wir jetzt nur noch zu lösen, und sie führt dann zu T gleich ungefähr 28,11. Die Temperatur von dem Wasser am Ende liegt also ungefähr bei 28,11 Grad Celsius.